Stars und Sternchen der nationalen und internationalen Fechtszene geben sich seit nunmehr 61 Jahren beim Weißen Bären ein Stelldichein. Doch nicht nur die Topstars duellieren sich, auch die Talente sind ein fester Bestandteil des Turniers und solch ein einzigartiger Moment muss natürlich mit einem Schnappschuss festgehalten werden. Die Kleinen sollen jemanden zum Aufschauen haben, wenn sie sich in ein paar Jahren vielleicht mal selbst im Weißen Bären messen wollen. Während die Vorrunden im Horst-Korber-Sportzentrum ausgetragen werden, stellen die Nachwuchssportler bei den Finalentscheidungen ihr Können im historischen Kuppelsaal im Haus des deutschen Sports zur Schau. Dort, wo später die ganz Großen des Fechtsports aufeinandertreffen und um den Titel kämpfen. Ich habe selber auch damals mit Florett angefangen und ich habe mich auch mit dem U11-Sieger unterhalten. Und ich denke, für uns alle war das mal irgendwann der Start und ich fand es sehr schön und sollte öfters so gemacht werden. Aufgeteilt in U11 und U13 fechten die jungen Sportlerinnen und Sportler aus Berlin und dem Norden Deutschlands ausschließlich in Florett. Einerseits sammeln die Akteure ihre ersten Punkte für die Rangliste, andererseits geht es aber auch um Erfahrungen. Anfangs noch nervös, findet Lea Ulbrich vom SC Berlin schnell in den richtigen Modus, setzt mit guter Beinarbeit und kraftvollen Angriffen die Konkurrenz unter Druck. Ihr dritter Platz ist definitiv ein erstes Ausrufezeichen. Also es war wirklich schön, weil es war jetzt einer meiner ersten Wettkämpfe. Ich mache es noch nicht so lang und dann ist es schon cool, so eine große Auszeichnung zu bekommen. Für eine faustdicke Überraschung sorgt auch Henry Schröder vom FC Rotenbaum, der im gesamten Turnier nur einen Gegentreffer kassiert. Mit überragenden Angriffen lässt der Hamburger Vizemeister seinen Gegner nicht den Hauch einer Chance. Das muss auch Clemens Friedrich Schulz vom FC Grunewald im Finale am eigenen Leib erfahren. Für diese Leistung können wir nur den Hut vor Henry ziehen. Das Finale war natürlich auch krass, 10-0. Also ich freue mich einfach riesig, gewonnen zu haben. Dass die Arbeit am Fechtstützpunkt Hohenschönhausen Früchte trägt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Denn viele SC Berlin-Fechter, die in der Vergangenheit national oder international auf sich aufmerksam machen konnten, begannen einst ihre Fechtkarriere mit einer Top-Platzierung beim kleinen Weißen Bären. So wird auch Levi Triebswetter eine große Laufbahn anstreben. Im Kuppelsaal macht er schon einen großen Schritt in die richtige Richtung, denn gegen Gabriel Orgel vom TSV Berlin-Wittenau ficht er sich mit schnellen Aktionen zum Sieg. Sehr toll, weil die Großen sind auch ein Vorbild für mich und ich möchte später auch so gut werden wie sie. Wieder einmal ist der kleine Weiße Bär des Berliner Fechterbundes und des Fechtclubs Grunewald ein beliebtes Pflaster für junge Fechterinnen und Fechter, die neben den Stars und Sternchen im Kuppelsaal die Klingen kreuzen. Später sitzen sie selbst mit großen Augen auf der Tribüne und genießen das Spektakel der Profis in vollen Zügen.